Hallo Freunde des Lichts. In dem heutigen Video geht es darum, Wurst herzustellen und Wurst zu räuchern. Aber erstmal zur Herstellung. Was wir alles brauchen dafür. Schauen wir uns mal die Maschinen und die Teile und dann anschließend die Gewürze auch an. Und bevor ich es vergesse, die Hauptakteurin bei der ganzen Schose hier ist natürlich meine Frau. Mein bestes Stück. Kann ja nichts anderes sagen, ja. Zuerst mal ein paar Messer natürlich, ein bisschen Stahl zum Abziehen, weil hier ist Schärfe gefragt. Dann ist hier eine Wurstpresse, kann man bei Amazon bekommen. Wer sich dafür interessiert, ich mache da auch mal einen Link rein. Hier ist ein Wolf, ein bisschen ein besserer Wolf als das, was man sonst normal in der Küche hat. Woher der ist, kann ich nicht mehr sagen. Den haben wir schon länger. Ich suche euch mal einen passenden raus bei Amazon und mache da einen Link rein. Das wird aber mit Sicherheit nicht der sein, weil den wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber so einen passenden einfach. Natürlich eine Waage, selbstverständlich. Und auch eine Briefwaage für die kleineren Mengen. Brauchen tun wir an Gewürzen Salz, Pfeffer, Muskat, Koriander, Majoran, Piment, Traubenzucker, Vitamin C, rote Beete, weil wir arbeiten ausschließlich ohne Pökelsalz. Kein Pökelsalz bei uns in Lebensmitteln. Dann haben wir ein bisschen Chili, klar, und eine ganz spezielle Zutat. Da steht zwar Quittenchili drauf, das ist es aber nicht. Ein ganz geheimes Familienrezept ist es natürlich. Wir brauchen ein paar Zwiebeln und irgendwas muss er reintun. Die Därme. Schön Stück. Und was machst du jetzt mit dem? Jetzt tue ich zuerst mal gucken, dass er die Sehne ein bisschen wegschneidet und das ein bisschen Fett so ein bisschen. Mach mal den Erklärbär. Oh je. Dann mach das mal ein bisschen kleiner, komme ich besser dran. Habe ich es einfacher, ich bin ja kein Profi. Na doch, selbstverständlich bist du ein Profi. Profimäßig ist das wahrscheinlich nicht, was ich hier mache, aber der Weg ist das Ziel. So. Immer das, was so ein bisschen sehnig ist, rausschneide auf die Seite und dann immer so Stückle schneide, dass es nachher schön in den Wolf reingeht. Teamwork. Und übrigens, wer meine Videos, ich hau's weg und ich mach's klein, wo ich diesen Baum im Wald fälle und zerschneide, gesehen hat, der hat auch gesehen, dieses schöne gemusterte Holz, das sind jetzt solche Brettchen davon, die wurden über ein paar Tage mit speziellem Öl behandelt, sind absolut einwandfrei. Obwohl sie vom frischen Holz geschnitten wurden, da reißt gar nichts. Es bleibt einfach genauso in Form. Sieht toll aus.
Und es bleibt eine ganze Menge Fleisch übrig. Da freuen sich unsere Hunde. Das einzige Problem, was besteht um diese Jahreszeit, wir haben jetzt 33,7 Grad Außentemperatur, ist eben genau diese Temperatur. Wenn man Wurst machen möchte und nachher verarbeiten, wulfen möchte, dann darf das Fleisch nicht zu warm sein. Also hier ist Geschwindigkeit angesagt oder gute Kühlgeräte. Klar, eine schlechte Jahreszeit für Wurst. Da hat man einen Vorteil, wenn man es im Winter macht. Aber wir machen Wurst dann, wenn es Zeit ist, Wurst zu machen. Und jetzt ist halt einfach wieder mal Zeit. Stellen wir einfach die Fleischstücke zwischendurch in den Kühlschrank. Dann passt das. Ich habe das Fleisch jetzt in eine andere Schüssel mal reingepackt. Und Gott sei Dank fehlt es uns nicht an Kühlschränken. Wird zwischengelagert. Und zwischendurch muss auch mal wieder ein Kaffee sein. Muss so. Und das übrige Fleisch wird gleich für die Hunde gekocht. Weil unsere Hunde bekommen gekochtes Fleisch. Die sollen nicht krank werden durch solche Dinge. So, und bis das Fleisch ein bisschen abgekühlt ist, die Temperatur ein wenig gesenkt hat, machen wir ein kleines Fondue. Zwischendurch genieße ist aber ganz schön gut. Hast du lecker gemacht. Hast du gut gekocht. Nicht verlieren. Zahlt eine Runde. Ja, genau. Kostet eine Runde. Warte, nicht gewürzt, das muss nach was schmecken. Fleisch schmeckt ja nach nichts. Boah, das wird lecker. Wer sich jetzt dafür interessiert, zu lernen, wie sowas geht, Wurst zu machen, haltbar zu machen, auch die ganze Thematik, Fleisch haltbar zu machen, der sollte sich bei meiner Frau anmelden, weil sie macht ganz speziell Kurse, wie man solche Dinge machen kann, wie man es auch richtig machen kann, damit es auch funktioniert. Und das alles ohne Pökelsalz. Wichtig. So, und jetzt muss warm Wasser über die Därme, damit die weicher werden. Und Darmspülen ist auch ein wichtiger Punkt.
Das ist halt Naturdärme, die muss man speziell behandeln. Natur ist halt Natur. Wieder drauf, ja. Er flutscht gerade nicht. Okay, das Aufziehen ist ein bisschen mühsam, aber es lohnt sich. Mit einem Schwung, nein. Das hat Block gemacht. Ja, das muss mit einem Schwung rein, weil es darf hier wenig Luft drin sein. Sollte. Komm, bring's. Los, bring's. Jetzt. Top. Wenn es nur keine anzüglichen Bemerkungen gibt. So, und nun mache ich ein bisschen Glut an Feuerholz für unseren selbstgebauten Räucherofen. Hier haben wir also unseren selbstgebauten Räucherofen, den hat meine Frau und mein Schwiegerpapa zusammengebaut. Ein geniales Teil. Und da machen wir jetzt die Würste rein. Okay. Fang nochmal an. Mitte. Mitte ist gut. Oh, das sieht lecker aus. Richtig lecker. Ah, die wäre Feinschmecke. Und wenn ihr wissen wollt, wie man so einen Räucherofen selber baut, wie das sogar eine Frau hinkriegt, dann sagt Bescheid. Wenn genug von euch sagen, sie wollen das wissen, nicht wenn es einer wissen will, ist zwar auch wichtig, wenn es einer wissen will, okay, aber wenn genug von euch sagen, ja, ich will wissen, zeig, wie es geht, dann machen wir euch ein extra Video, wie man so einen Räucherofen selber bauen kann.
So, Freunde des Lichts, die ganzen Würste haben jetzt 3 Tage geraucht oder wurden 3 Tage geraucht. Rauch ist jetzt gerade aus und jetzt schauen wir direkt mal nach. Oh, das sieht gut aus. Ja. Ja. An die Kamera, das steht gleich. Hier, herrlich. Und das alles ohne Pökelsalz. Da muss ich doch direkt mal. Mmh, herrlich. Wie sind sie? Mmh, super. Gut. Super. 1A. Klasse. Sind die kleinen und da die großen? Die sind jetzt dauerhaft haltbar. Werden trotzdem die Hälfte ungefähr, wenn wir eingefrieren, was noch länger hält. Und die anderen werden so sukzessive gegessen. Mal zum Grillen, mal zu Bratkartoffeln, was man so halt so nimmt. Ja. Wie man hier drin auch sehen kann, hier unten, ein bisschen vom Sägemehl ist übrig geblieben. Da bleibt immer so ein bisschen was, bleibt immer über. Aber spielt keine Rolle. Man kann hier auch einen Sparbrand verwenden. Das sind so ganz spezielle Einsätze, wo das Sägemehl nur stückweise abbrennt. Aber die Dinger gehen immer wieder aus. Wenn das Sägemehl, was hier ganz flächig unten eingegeben ist, wenn es auf der einen Seite mal ausgehen sollte, brennt sich es auf der anderen Seite weiter durch. Also es brennt viel zuverlässiger. Zudem 15 Kilo Sägemehl, was kosten die so um die nicht mal 15 Euro, je nachdem, woher man sie holt. Und eine Ladung sind 4 solche Schaufeln voll, das ist ungefähr ein Viertelkilo. Also pro Tag räuchern sind es circa 25 Cent für das Sägemehl, für das Räuchermehl. Ja, da braucht man keinen Sparbrand. Das kann man sich, glaube ich, leisten. Das Ergebnis spricht für sich. Dicke Backe. Okay, Freunde. Würde mich freuen, wenn es dem einen oder anderen eine Idee gegeben hätte. Vielleicht wollt ihr selber mal rauchen. Vielleicht, je nachdem, was ihr sagt, bauen wir ja einen Rauch zusammen, so ein Rauchfass. Wir sehen uns. Schön, dass du bis hierher im Video mit dabei geblieben bist. Wenn du gerne darauf reagieren möchtest, was mich sehr freuen würde, gibt es 3 Möglichkeiten für dich. Einmal hier unten den Button abonnieren drücken, würde mich sehr freuen. Dann hast du hier unten die Möglichkeit Like oder Dislike zu drücken. Ist beides in Ordnung. Oder ganz unten einen Beitrag reinzuschreiben in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr freuen. Mach's!